Hallo, liebe Gaming-Freunde, und willkommen zurück zu Grandia. Und Justin ist ein Schnellchecker. Der weiß jetzt, dass er zusammen mit Fina gegen Gaia kämpfen muss, als ob das nicht von Anfang an klar war. Zumal Lean kurz vor ihrem Tod in der letzten Folge auch gesagt hat, Fina, du hast nur mit Justin die Kraft, Gaia zu besiegen, bla, blub. Und ja, Lean hat Mullen noch eben schnell ihre Liebe gestanden und dann wurde sie von Gaia verspeist. Das ist nicht nett. So, wir gehen dann mal wieder zum Zelt. Sprechen mit Fina und sagen hier, yo, Babe. Wir müssen, wo ist sie? Hä, Fina? Hey, Jess, sie ist weg. Das ist... Na, das ist die Heldenarmbinde, einer der Heldenarmbinden, die Fina und ich in Deid gekriegt haben. Warte, nein, Rap, sie ist im Camp. Was? Im Camp? Das Camp von Garlyle? Oder wie, oder was? Ja, in der Feldbasis. Fina? Oh, hier liegt wieder neues Geld. Schön. Lädt doch ein, um nochmal die Gegend abzusuchen. Eigentlich. Aber, obwohl, nee, das werde ich wahrscheinlich nur übersehen haben beim letzten Mal. Hier kann ich nicht rein. Das ist die Kommandozentrale. Offizierchelt. Ich habe keine Ahnung, wo sie drin ist. Hier nicht. Vielleicht beim Kommando-Ding? Oder in einem ganz anderen? Fina? Nö. Dann wird sie wohl hier drin sein. Du bist noch einmal willkommen. Die Truppen lösen sich auf. Wir werden den PX bald angreifen. Okay. Besorge die benötigten... Ja, okay. Das, Was war das für ein Geräusch? Egal. Das war auch das falsche Zelt. Fina? Meine Liebe? Ich gehe dann vielleicht mal in die Richtung. Sie ist in keinem der Zelte und das sind ja nur drei. Nein. Es sind nur drei plus ein Zelt, wo ich nicht reinkam. Jetzt bin ich verwirrt. Was ist hier los? Hey, hey, Jungs, was? Wie bekämpfen wir das Ding? Vorschläge? Auf nach Hause, Jungs, obwohl ich schätze, es gibt kein Zuhause. Die Welt geht unter. Wie in dieser Sage von Angelo, die mir mal erzählt wurde. Das hilft mir nicht weiter, Junge. Das hilft mir absolut nicht weiter. Von hier kommen wir, glaube ich. Nee, da sind wir ja gerade rausgegangen. Was ist... du willst Waffen? Nein. Ich hab's Unteroffizier Fina. Sie ist gerade mit Oberst Mullen zur Lionlord. Hey, Just, du bist zu spät. Wir müssen losgehen. So, Frage... Wie komme ich zu Lionlord? War das hier lang? Feldbasis 2, okay. Halt, stopp! Fina, warte! Du musst nicht gehen, ich werde Gaia stoppen, wirklich! Justin, ich kann dich verstehen, aber du kannst Gaia nicht stoppen. Fina allein auch nicht. Justin, danke. Du gabst Boy den Geisterstein, um mich zu retten. Ich weiß, was du damals dachtest. Aber nun,
Gaia ist wieder auferstanden und viele Menschen sind gestorben. Sogar meine Schwester. Ich muss jetzt etwas tun. Ich muss, wenn ich kann, wen ich kann, vor Gaia schützen. Die Welt und dich auch, Justin. Fina, nein, warte! Ich habe Boy den Geisterstein gegeben. Es ist meine Schuld. Ich sollte... Ah! Ich wurde dafür geboren, als Ikarierin. Nur ich kann das tun. Du kannst das nicht alleine tun. Denk doch an die Worte deiner Schwester. Wenn Gaia nicht gestoppt wird, wird alles sterben. Also muss jemand es jetzt stoppen. Es ist meine Pflicht als Ikarierin. Ich bin Ikarierin und ich gehe. So, für dich, mein Lieber. Justin. Justin. Leb wohl. Vergiss mich nicht. Ich werde dich nicht vergessen, weil ich dich nicht vergessen brauchen werde. Ich bleib hier. Nicht. Oh Mann! Macht es mir doch nicht so schwer! Rap, lead it, los! Hä? Los? Was meinst du? Los, wohin los? Es gibt nur einen Ort für dich, Kumpel, und der ist, wo Fina ist. Hey, sag was, du gehst mit Fina, stimmt's, Jess? Ich kann Fina nicht schützen. Wenn ich Gaia nicht stoppen kann, macht es keinen Unterschied. Du bist der größte Idiot, den ich jemals gekannt habe! Ja, ich stimme gerade zu. Ich kann nicht mit ansehen, wie du aufgibst. Ich gehe mit Fina, Jess? Du bist ein Feigling. Ich habe keinen Respekt mehr vor dir. Und wir sind auch keine Freunde mehr. Geh, geh mir aus dem Weg. Justin, willst du wirklich, dass alles so bleibt? Wolltest du nicht eine vielversprechende Zukunft schaffen? Ich verstehe. Es gibt keinen Grund, noch Zeit mit dir zu verbringen. Ich werde nach allem zurückkehren. Was zur Hölle geht hier gerade ab? Selbst wenn man auf die Ewigkeit wartet, muss ich sagen, dass die Zeit mit dir verschenkte Zeit war. Autsch. Ich wollte doch nur... Ich wollte doch mit Fina mitgehen oder sie zu mir holen. Ich wollte das. Aber ich kann doch nicht einem Luftschiff hinterherfliegen. Ich will bei Fina sein. Ich will, dass wir das zusammen machen. Wenn das nicht Justin ist, dich braucht wohl momentan keiner. Boah, du stoßt ihn noch mehr in den Boden. Na los. Nicht, dass Mullen oder irgendwer uns mal gebraucht hätte. Mullen befahl uns, alle Soldaten zu eskortieren, die ihre Häuser beim letzten Mal nicht angreifen wollten. Wir wollten auch angreifen, aber Herr Mullen sagte, ich lasse den Rest der Soldaten in eurer Obhut. Wir hatten Differenzen, aber die Armee löst sich nun auf. Wir werden uns nicht wiedersehen. Lauf davon, solange du kannst, Justin. Uns bleibt keine Zeit. Du bist jetzt ein Überlebender. Wirf dein Leben nicht weg. In Ordnung, Abmarsch. Wir kehren nach Messina zurück. Alle sind weg. Was ist mit mir? Wo gehe ich hin? Du bewegst deinen Arsch Richtung Fina. Am allerbesten. Auch wenn sie dich gerade nicht bei sich haben will, aber irgendwie muss das doch zu machen sein. Hier ist echt alles weg. Irgendwie muss das zu machen sein, dass
ihr zusammen gegen Gaia kämpft. Alleine wird das keiner hinkriegen. Warte mal, wo soll ich denn hin? Nee, ich bleib mal dann bei der Feldbasis und schaue mich nochmal genauer um. Hallo? Von hier komm ich ja. Die Leinlot ist ja weggeflattert. Ich kann mich doch jetzt nicht Mutterseelen allein lassen. Ich bin jetzt ein Überlebender. So, hier geht's ja wieder raus. Mehr gibt es hier doch nicht. Muss ich jetzt echt in die Savanne? Was anderes bleibt mir nicht übrig. Och. Ich wollte so gerne ein Abenteurer werden. Was mache ich hier in diesem gottverlassenen Ort? Na du bist auch so allein. Du bist wie ich. Gaia, renn, du bist fertig. Renn weit, weit weg. Nichts tun, das soll es sein. Du kannst nichts tun. Wie konnte ich jemals glauben, dass ich die Welt retten könnte? Eine neue Zukunft schaffen, die Geschichte neu schreiben. Was habe ich mir eingebildet? Es gibt keine neue Zukunft. Ich bin nutzlos. Ich kann überhaupt nichts. Das Ende der Welt überqueren, den Weg nach allen finden, das alles bedeutet nichts. Ich kann nicht mal das Mädchen beschützen, das ich liebe. Lin, es tut mir leid, ich konnte den neuen Weg nicht finden, von dem du sprachst. Lin. Geister, ruft ihr etwa mich? Hey, das ist der Weg zu Zilpardon. Genau, Guido. Vielleicht sagt mir Guido, was ich tun sollte. Das ist doch nicht immer die Lösung, Guido zu fragen. Würde ich jetzt meinen. Aber wenn Justin meint, dann kann ich ihn ja wohl schlecht aufhalten. Er wollte mit Fina mitgehen oder sie halt davon abhalten, alleine zu gehen. Aber sie wollte nicht. Und diese Musik ist viel zu happy für diese Tragik momentan. Sehr grausam. Alle weg, aus dem Weg. Oh! Guido, das Geld, das du und die anderen Mogel uns gegeben hat, hat uns sehr geholfen. Ich schäme mich für das, was ich früher über euch gesagt habe. Ich verstand damals nicht, worauf ihr euch vorbereitet. Geld hat man für Zeiten wie diese, vergiss es. Komm, arbeiten wir weiter. Und schon wieder ohne Akzent. Oh ja. Joa. Hi, Guido. Deswegen habt ihr euch so verhalten, Guido. Ihr Mogai wusstet die ganze Zeit, dass das mal gebraucht würde. Stark, wow. Das sähe mir so gar nicht ähnlich. Ich denke nie voraus. Ach, irgendwie müsste ich auch gerne, was ich tun soll. So wie ihr alle. Ich will auch zu was Nütze sein. Oh, ich weiß, Guido. Ich kann dir helfen. In Ordnung? Lass es dir helfen, Guido. Das ist nicht genug, Justin. Ich denke, du bist nicht geschaffen für diese Sorte von Arbeit. Ach, Humbug, Mann. Ich hätte nie gedacht, dass ich so nutzlos bin, dass sogar du auf meine Hilfe verzichtest. Was? Verzichten? Du verstehst nicht, wie Mogai denken, Justin. Mogai nie verzichten auf nix. Weißt du warum? Weil auch wenn was wertlos aussieht, es ist Geist darin. So die Menschen können es brauchen, irgendwie.
Wir Mogai können alles brauchen. Aber Guido, bitte lass mich doch ein bisschen helfen, ja? Ich kann doch sonst auch nichts machen. Justin, du sagst immer noch, nicht gehört auf mich. Jeder hat seine eigene Rolle. Aber ich hab's verbockt. Zu nichts nutze. Was kann ich tun? Gar nichts. So denkst du, Justin. Justin, schau doch da. Die Geister, was? Warum sind die hier? Damals in den Zeiten der Mythen, Menschen und Geister, sie leben zusammen. Bis Gaia hat gebrochen die Herzen der Menschen. Und niemand versuchte, sie Herzen zusammenzufügen. Niemand konnte das. Außer Justin. Du bist so weit gekommen. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ich? Wie meinst du das? Ich hätte es geschafft. Das war nie ich. Fina hat Silpadon gerettet. Lin hat Gaia aufgehalten. Und die letzte Schlacht wird Mullen schlagen. Nicht ich. Ich tauge zu nichts. Justin, vielleicht willst du ein Elde sein. Aber sage, was kann ein Mensch alleine ausrichten? Ein Mensch? Alleine? Nichts? Und ich bin alleine, deshalb... So, du denkst, du bist allein? Justin, hast du immer noch nicht begriffen? Justin! Sue! Entschuldigung. Sue? Well, what are you doing here? And everyone else, too! We're here! Everybody! Why? Justin, your hard work here will prove you're a real man. Women dream of being saved by the man they love. Of course, that goes for Fina, too. That's right, Justin! It's not like you to get so down like this, Justin! Besides, aren't you breaking your promise? You said you would explore the world with Fina together forever! But Fina must face her fate as an Icarian. There's no way of escaping that. Liete? That's why you must create a new path. You are the only one who can break open doors shut tight against all reason. Well, the point is just that both me and you, we ain't cut out for thinking too hard. Exactly. Rather than thinking too hard, let's just do it, okay? It'll work out somehow. I just know it. Rap. Liete. I, Gadwin, certainly see your greatness as a warrior. And as a man. You have good friends, Justin. Everyone. Everyone! Look, and you can see that you are not alone. This is your true power. Und es ist mehr als diese Leute. Du hast die Welt zusammengebracht. Du hast die Saat gelegt. Ich hab grad eine Gänsebelle! Alles das ist deine Stärke. Also nutze deine Stärke, um die Welt zu retten. Das ist deine Aufgabe, nicht? Justin, na los, hör mit den Miesepetern auf. Willst du denn Fina nicht retten? Oh, ich hab sie vermisst. Stimmt. Und du hast versprochen, den Steinwald zu rächen, oder? Die Fesseln des Schicksals zerreißen. Ich glaube, ich werde die Farbe meiner Tafel selbst bestimmen können. Stimmt, ich habe noch Kräfte übrig. Alles, was ich tun musste, war, mit allen zusammenzuarbeiten. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Weil du nicht so viel nachdenkst, mein Lieber. Ich bin nicht allein. Ihr seid alle bei mir, ihr Geister. Ich komme. Ein Geistertor. Hä? Was ist das? Das Geistertor, das ist dasselbe wie das Portal, das sich dem geöffnet hat, der die Wahrheit verkörperte, am Anfang der Angelus-Zivilisation. Ich hatte gedacht, der Geweihte erscheine nur einmal,
im Anbeginn der Welt, aber nun steht die Geburt eines neuen Geweihten bevor. Die Geister haben dich für würdig befunden, in das Heiligtum einzugehen, um eine neue Welt zu schaffen. Die Geister? Mich? Du bist auserwählt worden, den neuen Geisterstein zu besitzen. Gehen wir, Justin, ins Heiligtum der Geister. Zeige dich dem Willen der Geister gewachsen. Wenn du so groß wirst, wie sie es befehlen, werden sie dir mit Sicherheit ihre Kräfte verleihen. Ja, das will ich. Ich will es. Gehen wir ins Heiligtum. Was ich nur nicht ganz verstehe, ist, warum Liette und Rap vorhin so extrem angepisst waren und jetzt auf einmal wieder alles gut ist, weil Rap sagte, ich will nicht mehr dein Freund sein, du bist scheiße. Und Liette sagte im Prinzip dasselbe. Und auf einmal, hey, wir stehen auf deiner Seite. Vielleicht musste Justin einmal kurz klar werden, dass, ja, dass er allein nichts erreicht. Ich meine, er wollte ja auch nicht unbedingt alleine. Das Spiel macht mich fertig. Ach so. Es hieß ja, ich würde zu einer Dame herangewachsen sein, bis ich dich wiedersehe. Aber naja. Aber weißt du was, Justin? Du siehst entschieden klüger aus als bei unseren letzten Auseinandergehen. Meinst du echt? Ich merke ja nichts. Yep, entschieden klüger. Vielleicht liegt's an deinem Gesicht? Na, wie dem auch sei. Jedenfalls brauchst du mich nicht, oder? Also hör mit den Trödeln auf und geh Fina retten. Wird's bald. Doch, ich brauch dich, kleine Sue. Aber wie hat sie... Moment. Wie hat sie eigentlich den weiten Weg hierher geschafft? Ich meine, wir wissen, wie die Geschichte hier anfing, oder? Nö? Ich bin stolz auf dich, kleine Sue. Und beim nächsten Mal werden wir durch... das Geistertor gehen. Ich bin ganz aufgeregt. Vielen Dank fürs Zusehen, Kommentieren, Liken und was ihr nicht sonst alles für mich tut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.